So, und seid recht herzlich gegrüßt zu diesem neuen Unboxing-Video. Heute präsentiere ich euch mal ein paar richtig geile Neuheiten für Silvester 2017, 2018. Und ja, da mal hier ein größeres Päckchen und hier oben eine geile Herren-Verbund-Box. Das Design ist einfach mal schon richtig fett, guckt euch das mal an. Die werde ich euch gleich nochmal ein bisschen vorstellen. Aber zuerst fangen wir mit dem Paket an. Viel Spaß! So Leute, Paket ist offen, das ist immer wie Weihnachten, ich liebe das, einfach nur Pyro-Pakete auspacken. Dann haben wir das Verpackungsmaterial hier, ganz viel Luftpolsterfolie, auf jeden Fall sehr cool. Ja, und würden gleich mal die Batterie hier in die Hand nehmen. Das ist die Rumble von Xplode, das ist eine 19-Schuss Batterie im Kaliber 25 mm, so rum wollte ich sagen. Gefiel mir auf dem Produktvideo sehr gut, macht echt was her, war ein geiler Preis. Und für die Batterie NEM 209 Gramm. Ja, bin ich mal gespannt, wird es auf jeden Fall bald ein Testvideo von geben. Generell von den ganzen Artikeln, die ich hier bestellt habe bzw. bekommen habe. Und da bin ich mal sehr gespannt drauf. Rumble von Xplode. Dann machen wir gleich mal hier weiter, aus einer anderen Perspektive, mit der Pyro Zone von Pyromax. Und zwar ist das eine 15-Schuss Batterie, Kaliber 20 mm. Ja, sehr klein, wie man sieht, handlich. Was hat die denn für eine NEM? 105 Gramm gerade mal. Hier sieht man es. Ich brauche ein bisschen Licht für meine Kamera, deswegen blendet es vielleicht manchmal. Ja, bin mal gespannt. Ich habe, glaube ich, gar kein Video zu den Pyromax Boxen gehabt oder nur zu wenigen. Das werden wir nachholen, wir filmen das. Bin ich auf jeden Fall gespannt, ich liebe immer Neuheiten. Dann geht's gleich mal weiter mit einer weiteren Pyromax Box. Und zwar die Magic und diesem Kaliber 20 mm, 16 Schuss, PXB 2121. Auch so eine kleine gemischte Cake. Das muss ja aber nicht unbedingt was Schlechtes sein. Jetzt gucke ich gerade mal, eine NEM haben wir hier, 120 Gramm. Ja. Schauen wir mal, was die so kann. Pyromax Magic. So, ich stehe mal ein bisschen jetzt weiter. Tun die Füße von Team. Naja, nützt nichts. Eine weitere geile Neuheit von Nico. Bombenstimmung. Und das sind im Prinzip Single-Shot Bombenrohre. Kann man direkt in den Boden stecken. Das finde ich ganz cool. Oder Silvester in Schnee, falls es mal wieder schneien sollte. Und ja, die Effekte sind bekannt aus den Nico 13 Schüssern. Silver Chrysanthemum, Red Dahlia, Strobe Willow, sah im Herstellervideo sehr cool aus. Ich muss gleich mal gucken, was hier noch so drauf steht. NEM 59 Gramm, ja, auf die Rohre, also knapp 20 Gramm pro Rohr, das ist quasi auch ein Schuss aus einer Batterie, maximal 20 Gramm. Bin ich mal gespannt, was die so hermachen. Finde ich auf jeden Fall sehr cool, die mal in der Form anzubieten. Geht's. Powerball von Leslie, Kugelkopfraketen, wenn ich mich nicht irre, eine Neuheit, Fragezeichen, Ausrufezeichen, ich glaube es, ich bin mir nicht ganz sicher, ich kannte sie auf jeden Fall noch nicht, deswegen würde ich sagen, testen wir sie einfach mal, NEM, naja, fast 42 Gramm, ja, das ist jetzt nicht maximal, aber das ist jetzt auch nicht schlecht, sind relativ klein, man sieht ja dagegen meine Hand. Aber wir werden mal schauen, vielleicht können sie ja überzeugen, Größe ist nicht immer alles, ne? Zwinker, zwinker. Jetzt haben wir aber noch was richtig Cooles und das ist definitiv eine Neuheit, nämlich The Phase 3. Die Raketen sehen einfach total cool aus. Die sind von Keller. Ja, jetzt werden viele sagen, Keller, Mal gucken, vielleicht sind sie doch cool oder gut vom Effekt her. Cool sehen sie auf jeden Fall aus. Also ich finde, das macht mit den Plastikkarten sehr was her, gefällt mir echt gut. Wo liegen die denn? NEM, 40 Gramm. Ja, okay, das ist jetzt auch nicht viel. Aber wir werden schauen, was die Dinger so taugen. The Face ist auf jeden Fall erstmal sehr nett anzusehen. Gefällt mir. Mal schauen, was die können. Ja, und damit ist der Karton schon leer. Hier ist leider nichts drin. Traurig, traurig. Das war mal, keine Ahnung, Blinking-Fontäne. Es waren ein paar Artikel, jetzt folgt noch ein großer geiler Artikel und dann zeige ich euch mal noch eine Gesamtübersicht. Und der letzte Artikel hier, der ist einfach der Hammer.
Das ist die Wolf 72 Schuss Kompaktbox aus der neuen Brutal Collection von Heron. Sehr, sehr cool, sind relativ spät gekommen, diese Boxen. Gibt es ja jetzt nicht nur Verbünde, ich glaube zwei oder drei an der Zahl, sondern auch noch einzelne Fächerbatterien und sowas. Das ist quasi ein Verbund aus zwei Batterien, 72 Schuss, fast 1 Kilo NEM. Das heißt, jede Box hat fast 500 Gramm. Das ist schon mal ordentlich. Das Ding wiegt auch echt viel. Ich bin heute leider nur einhändig unterwegs, deswegen entschuldigt immer kleine Cuts, dass ich euch aber die Batterie komplett zeigen kann. Ja, und hier nochmal zum Thema, das Ding ist schwer, ne? Die Box wiegt 9 Kilo. Das Ding wiegt ausgepackt trotzdem immer noch 8 Kilo. Zweierverbund. Im Video sah das ultra fett aus, aber wieder absolut fette Heron-Qualität, mega geil. Ich bin saugespannt da drauf. Ich mache die Box jetzt mal noch auf. Mache ich auch einen kurzen Cut gleich. Und gucken wir mal, wie die von innen aussieht. So, ich habe die Box mal aufgeklappt. Und wie ihr sehen könnt, ist das Ding im Drahtkäfig. Das heißt, den müssen wir erstmal aufmachen. Ich habe aber gerade keine Blechschere zur Hand, beziehungsweise auch keine Lust. Da werde ich euch mal einfach auf Instagram noch ein paar Bilder hinterherjagen demnächst, wie das Ding dann auch mal ausgepackt aussieht. Das ist auf jeden Fall vorverleitet, wie man das von Heron kennt. Ist im Drahtkäfig auf jeden Fall mal eine gute Info, wenn ihr euch das irgendwo zulegen wollt, dass ihr das erst nochmal auspacken müsst. Ja, jetzt packe ich die Sachen mal alle zusammen auf den Haufen, zeige euch nochmal die Gesamtbestellung und das wäre es dann auch schon fast. Und nach den bewegten Bildern habt ihr jetzt nochmal kurz die Gesamtübersicht hier. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und vor allem bedanke ich mich bei Pyroweb für dieses nette Sponsoring. Ich habe mich echt gefreut, weil es ist einfach eine Wertschätzung und ein Dankeschön für die Arbeit, die man sich macht und auch die Mühe, die man sich gibt. Und es ist natürlich immer schön, wenn jemand sagt, hey, du machst dort einen guten Job, wir wollen dich gerne unterstützen mit ein paar Produkten. Und das finde ich wirklich toll, dass sowas gemacht wird. Daher nochmal recht herzliches Danke an Pyroweb und ich bitte alle Neider und Hater, spart euch die Kommentare. Freut euch für andere, freut euch, dass Pyro-YouTuber unterstützt werden. Das Hobby ist teuer, das kostet eine Menge Geld, man kriegt wenig Wertschätzung dafür. Von daher gebt dem einfach mal einen Daumen hoch, freut euch, hofft, dass es auch mal mit euch passiert und lasst uns einfach Spaß haben, lasst uns diese tollen Artikel genießen und haut rein und habt einen schönen Tag, bye bye.